Station angegriffen, kaum dass ich euch gerufen hatte. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir in Ruhe nach der Kammer auf der Mondoberfläche suchen. Julian? Ja? Geh mal kurz in dein Inventar. Ja? Du hast da so einen persönlichen Gegenstand und da steht Gedanken und sowas. Drück den mal. Das wäre also mein Angebot. Ich weiß, du bist ein amtlicher Burgess und alles, aber ich muss sicher sein, dass du mir nicht davonläufst, bevor der Job erledigt ist. Wer mich engagiert, zahlt nicht einfach für eine Söldnerin mit Knarre. Er zahlt für jahrzehntelange Erfahrung. Er zahlt für Professionalismus. Er zahlt für bedingungslose Loyalität der Mission gegenüber. Ja? Hast du das auch General Nox verzapft? Zu einer Mission zu stehen ist eine Sache. Zu Menschen zu stehen, eine andere. Hat was? Auf geht's. Okay, anscheinend hast du ein Schild. Der ist schnell erklärt. Er frisst Kugeln, bis er verbraucht ist. Dann musst du in Deckung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Läuft. Okay, ich aktiviere kurz die Steuerung der Verteidigungsanlagen. Gleich hat er gut erklärt. Schütze, Kraftfelder, Laserdrähte. Haha, diese Arschlöcher. Die werden Bauklötze staunen. Entscheidender Fehler. Helios Verteidigungsanlagen gestört. Ich glaube, ich habe einen neuen Captain gefunden. Blockadesignal kommt von Elvis. Der da vorne. Welche Geschütze? Die da. Dinger. Ja. Wo lang? Da lang. Wir müssen dieses Areal einnehmen. Wer ist diese Frau? Ich, die Anführerin von diesem Pappnasen, glaube ich. Keine Ahnung. Wer ihr als erster einen Kopfschuss verpasst, kriegt einen High Five und ein Häuschen in den Oh ja, Mann! Boah, Alter. Okay, bin am Start. Lass am Muniladen gehen. Happy Looting. Medikit, das könnt ihr euch in die Venen rammen. Scheiß auf Medikits. Das könnt ihr euch in die Venen rammen. Oh. Wieder diese Colonel Tussi. Wir schreiten zu dem Plan, verpasst den weiten Kopfschuss. Hallo, Jack. Was zum Fick? Kannst du das auch nicht lesen? Nein. Aber das Fragezeichen. Ist doch gut gelaufen, oder? Na toll, sie hat die Schiffe zerstört. Wir müssen irgendwie anders von der Station runterkommen. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Was war das? Ich habe keinen Dunst, aber ich habe so das Gefühl, es könnte uns mit seinem Gehirn töten, also. Jack, verdammt, was ist los? Ich bekomme Alarmmeldungen von überall auf der Helios-Station. Nichts, Sir, nichts, alles Beste. eine unserer Claptrap-Einheiten wollte nur einer Steckdose einen Zugriff geben. Ein was? Erinnern, dass sie Pandora beobachten sollen und sonst nichts. Wenn sie Schäden auf der Helios Raumstation verursachen, dann mache ich sie persönlich. Verzeihung, Sir, die Verbindung. Kann ich verzeihen? Was? Nein, sie haben weil ich dachte, sie hätten aufgelegt. Mein Fehler. Wir sprechen uns noch, John. Das Elpis. Der Störsignal ist irgendwo da unten auf diesem geborstenen Felsbrocken und blockiert all das coole Sicherheitszeugs hier oben. Dann gehen wir runter und zerficken alle. What? Mist. Hey, wieso greifst du uns an? Ich will diese Station und ich will das Universum retten. Was soll das bedeuten? Hast du das Lost Beginning Teil auch gerade an? Was? Okay, nix. Ballert echt mit der Pistole. Ja, läuft, ne? Boah, Wortspiel oder was? Oh. Alter, ich schieße irgendwas auf uns. Ja, der Flieger auf Lost Beginning. Der lässt gerade Leute runter. Nicht mehr. Oh, ich bin fast tot. Oh, verdammt. Oh, den ersten Death hast du gemacht. Boah, das ist ja echt erstaunlich. Warte, lass mir den. Du bist ein Wichser, oder? Irren.
Ja, so muss das ja auch kommen. Ein paar Mal ein richtig geiler Header, ey. Was machen diese Irren denn? Wir haben nicht mal echtes Militär hier oben. Wir wollen Arbeiter und uns sind wir nicht abhauen. Chillt bei dem, chillt bei dem. Ja, entspannt. Ich habe eine verrückte Idee. Wir gehen zur Moonshot-Kanone. Mir nach. Was ist diese Moonshot-Kanone, von der du gesprochen hast? Erinnert mich an Kamshot. Klingt ziemlich cool. Werden wir sterben? Weiß nicht. Wäre aber eine gute Art zu sterben, oder? Schon. Ja, irgendwie schon. Muss sagen. Ja. Style hatte Jackson immer. Ernsthaft, warum sind die Roboter bei uns nicht abgehauen? Ja, ich feier übrigens Jack als Person, so ist eigentlich voll okay eigentlich. Ja, ach ne. Bis er irgendwann einen krassen Schläger in der Gehirnmasse bekommt. Ja. Den linken, der ist gleich tot. Den anderen. Weg. Du hattest keine Ahnung, wieso die Dahl-Typen Jack töten wollten? Ich hatte Vermutung. Geld, Rache. Aber wer brauchte hier schon jemals einen Grund? Stimmt. In Borderlands willst du keinen Grund haben. Da brauchst du keinen. Läuft eher nach dem Prinzip, hey, oh, Waffen! Wirklich? Pistolen, alles Pistolen. Sehr geil. Lass dir weit übrig. Lass ja, okay, mich raten, alle weg. Ja, ich guck kurz nach, warte mal. Du hast eine Explosionselementarwaffe gekriegt. Oh, geil. Ja, nur Pistolen gekriegt. Ich nehme mal die beste von denen, ne? Fallen lassen. Meine Pistole momentan immer auch die beste ist. Meine, die ist schlechter. Als die ich jetzt hab. Ja, meine zieht auch 29 gerade. Naja. Oh, Level 2. In 4 Leveln können wir skillen. Muss, ne? Oh, da ist wieder die eine. Ich fand das gut, dass da ein Pfeil war, sonst hätte ich nicht gewusst, wen ich angreifen müsste. Boah, der hat ja nix an Leben, Alter. Ach, dem muss man auch in die Fresse geben. Oh, hin auf die Tank schießen, kritisch. Ist tot. What? Warte, der ist jetzt, Ich kann skillen, bitch. Warum? Hä, du kannst doch gar nicht skillen, du musst erst den ersten Skill-Dings machen, das ist Level 5. Ja, hab ich. Was? Du bist doch nicht Level 5. Egal, ich hab ihn. What? Ah ja, doch, stimmt, okay. Lol. Oh ja, Mann. Alter, was war das denn? Ich muss erstmal drauf klarkommen. Alter. Was gibt's bei dir? Aimbot. Aber da muss ich erstmal drauf klarkommen. Alter, der hat richtig viel Leben, der Flame-Knackel. Granate. Ich triff den überhaupt nicht, ey. Meine Fähigkeit macht 5 Schaden. Alter, ist das krank. Ich hab den gerade richtig gefickt, ey. Julian? Ja? Ich hab dem gerade 700 gezogen. Ich 5. Ich hab dem Aimbot machst du only Crit und triffst nur einen Kopf die ganze Zeit. Läuft. Und
ja, der Kopf halt einmal mal 100 gezogen, dann Angriffs- und Schadensboost, Schussboost, Nachladeboost und so weiter. Das läuft. Dauert halt bei mir gerade nur 5 Sekunden oder sowas, das Ding. Das ist das Blöde. Na, läuft doch. Das läuft auf jeden. Erstmal auf den roten Knopf drücken. Aus reiner Gewohnheit, was passiert? Killskill. Wenn dein Gegner erledigt, erhöht sich kurz dann bringst du schnell Waffenschaden. Kills während Showdown. Verlängern dauern das Skills. 0,1 Sekunden pro Kill. Der erinnert mich jetzt schon an Claptrap. Das wird schief gehen, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja, ich greift uns irgendwas an. Bestimmt. Joa. Ey, guck mal nach rechts. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass dieses komische, die Turbine da hinten, dass die uns richtig gleich erstmal richtig geil feuern und dann macht? Ja. Dieser Schiff, das sich in unsere Richtung dreht. In welches? Geh ins Projektil. Achso, wir sollen da reingehen. Kein falscher Schritt, sonst droht ein mörderischer Absturz. Danke für die Warnung, Mann. Bin drinne. Auch drin. Eingedrungen. Warte, was? Kann man die Wand hochlaufen? Nee, kann man nicht. Schöne Aussicht. Lass nach vorne laufen. Schild bei ihm. Er ist total eingequetscht. Macht nichts. Die empfinden keine Schmerzen. Prügel ihn einfach raus. Och, diese Loader nerven. Kein Wunder, dass Dahl uns so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses wie dich. Ja, Mann. Nein! Komm zurück! Nö, wir gehen jetzt. Alter, wie? So, jetzt müssen wir nur noch in einen Moonshot-Container. Die Gear Hyperions. Oh, hier gibt's einen Laden. Nachdem wir diesen Arsch gekillt haben. Töte das Arschloch. Die Headshots gehen so ab mit der Waffe, das ist so geil. Jetzt müssen wir auf was zum. Die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Einer muss hier bleiben und die Kapseln von Hand starten. Ich würde ja sagen, Athena, aber ich brauche dich auf Elpis. Nur dir traue ich zu, diese Raumstation zu retten. Roger, ich finde einen Weg, die Helios zu retten. Du wirst nicht umsonst gestorben sein, falls du stirbst. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauche dich auf Elpis. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Du willst echt bleiben? Du könntest sterben. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Heldbaby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Ah, oh, gut, ein Mediaautomat. Ja, ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Passiert mir auch jeden Tag. Munition ein. Da drüben gibt's welche. Wir müssen einen Moonshot-Container hier hochbrechen. Diesmal transportieren wir damit Vorräte, aber diesmal bist du die Ladung. Gut, ich hab fertig. Ich hab Waffen und Loot. Ich hab fertig. Geh in die Kapsel. Lass dich auf den Mond schießen. Okay, der Container hier dürfte es tun. Welcher? Der gerade auf mich zufährt. Was, wenn man hier stehen bleibt? Bleib halt mal stehen. Wird weggeschoben. Oh, ist ja langweilig. Oh. So, der cool, schließ das Ding jetzt. Gliedmaßen einziehen. Ich lade dich jetzt in die Abschusskammer. Jetzt wird's laut und ganz leicht furchterregend. Du sagst also Jack. Hands up, Jack. Der Mann, der meinen Freund ermordet hat, ist dort geblieben, während du geflüchtet bist? Nie im Leben. Ob das Heldenmut oder reine Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Handsome Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Elvis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Party hard, würde ich sagen. Lass dich auf den Mond schießen. Nein, go.